Hallo ihr Lieben, heute ist wieder Eifel-Time, ne? Die liebe Ingrid ist wieder jetzt hier zu Besuch. Jetzt also müsstest du normalerweise sagen. Ja, gut. Machen wir nochmal. Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Heute ist wieder Videotag, beziehungsweise wir kochen wieder was. Und die liebe Ingrid ist heute wieder zu Besuch. Genau, ich habe Eifeltag und keine Chance hier rauszukommen, ohne ein Video zu drehen. Du sagst es. Genau. Also es gibt nämlich heute jetzt einen Eisbergsalat und den machen wir natürlich wo? Im Thermomix. Jetzt kannst du mal gerade ein bisschen näher kommen, weil das ist ein ganzer Eisbergsalat. Den teilt ihr durch vier, holt natürlich auch den Strunk raus, schmeißt den jetzt hier so rein. Eigentlich könnte die liebe Ingrid das jetzt machen. So. Das ist ja Eifeltag. Genau. Hier ist auch schon die Sulte Salatsoße. Die habe ich jetzt mit roten Zwiebeln gemacht. Sieht ein bisschen farbig aus. Genau. Habe ich auch mit roten Zwiebeln gemacht. Okay. Sieht rosa aus. So, ich nehme mal den hier, weil ich habe nämlich den anderen, habe ich jetzt gar nicht da. Und dann darf die liebe Ingrid weitermachen. Genau. Wir gehen Aber einfach. Ja nicht. Nee, genau. Deshalb hat sie uns ja eingeladen. Ich stelle das einfach hier auf. Nein, 30 Sekunden. Und dann gehe ich hier auf die Teigrührstufe. Mein Quatsch, andersrum. So. Hier sind wir. Teig kneten, genau. Und dann stelle ich die 30 Sekunden ein. So, und dann hier. Da kannst du einen Spatel abziehen. Genau. Stecke ein bisschen Spatel rein und arbeite ein bisschen mit. Und was wir noch dabei gemacht haben hier, das kommt jetzt hier. Leckere Putenbruststreifchen und diese Sulter Salatsoße noch mit dabei. Vielleicht noch ein bisschen jetzt hier Paprika. Müssen wir gleich mal gucken, da machen wir jetzt gleich einen schnellen Salat. Ja. Die müssen sich nämlich das Essen erarbeiten, wenn genau. Die hier essen wollen. Ist ja eigentlich normal. Ich bin hier eingeladen worden unter falschen Vorzeichen. Guck mal hier. Perfekt geschnitten. Wenn dann noch ein paar Blätter, größere Blätter da drauf sind, zerstoßt du die einfach oder esst sie einfach so. Es geht allerdings auch einfach im Linkslauf auf Stufe 3 oder 3,5. Stimmt, geht es auch. Seht ihr? Wieder was gelernt. Einfach so auf die Schnelle was gezaubert. Bis dann mit der lieben Ingrid. Ciao! So, weil wir ja jetzt beim Salat noch sind, kommt der kleine Gürkchen auch noch mit hier rein. Und zwar gehst du dann auf den Styler, gehst auf dünn. Und dann hast du schöne, dünne, kleine Scheibchen. Guck mal, wie schnell das geht. Also so ein Sternekoch wäre mit Sicherheit nicht schneller. Oder? Ja, die haben... Aber ich würde mir 100 Mal in die Finger schneiden. Guck mal hier. Die kommen jetzt auch noch mit hier rein. Hast du nämlich schöne kleine dünne Scheibchen. Guck mal hier. Die klatschen sogar. Guck mal hier, die bleiben hier sogar hier kleben.